Grüßt euch, ihr Lieben. Der mit Spannung erwartete zweite Teil von meinem Testlauf mit dem Happy Reptile. Und erst einmal eine Meldung. Ich habe das Problem mit dem zu hohen Luftfeuchtigkeit in den Griff gekriegt. Ein ganz probates Mittel, einfach die Verdunstungsfläche verringert. Wie man es eben macht. Ich habe einfach ein Wasserglas hineingestellt und damit habe ich jetzt eigentlich einen konstanten Wert von circa zwischen 60 und 70 Grad Luftfeuchtigkeit, was eigentlich der Idealwert nahezu ist. Jetzt steht es gerade bei 50 Prozent, da ich die Klappe aufgemacht hatte vor einigen Minuten. Dann geht natürlich die Luftfeuchtigkeit rapide runter. So, kann man im Happy Reptile Bienenkönigin ausschlüpfen lassen? Und ja, die Frage beantwortet sich recht schnell. Diese junge Dame ist vor wenigen Stunden geschlüpft. Allerdings muss ich sagen, das Mädel, selbst wenn ich beim Umlarven eine eintägige Made erwischt habe, oder so eine 15 Stunden alte Made, ist mindestens 15 bis 24 Stunden zu früh da. Die sollte frühestens morgen oder übermorgen geschlüpft sein. Ich gehe mal davon aus, dass sie tatsächlich so um die 24 Stunden zu früh auf der Welt ist. So, holen wir sie mal. Komm, Mädel, komm raus, dann wirst du zum YouTube-Star. So, da ist sie. Stolpert ein wenig über die Haare an meinem Arm. Aber doch eine ganz gut entwickelte Carnica. Das Abdomen ist noch nicht angeschwollen, weil die Eierstöcke noch nicht entwickelt sind. Ich habe es jetzt noch ein bisschen gefüttert, damit es über Nacht im Schrank bleiben kann, da ich heute noch nicht mit ihr gerechnet habe. Morgen werde ich diese hier in einen Kunstschwarm einweiseln. Macht mir nun das Leben mal ein bisschen leichter. Ja. Na Mädel, sei doch nicht so schüchtern. Genau, ab in die Kamera mit dir. Also, quietschfidel. Obwohl es auch Frühling ist. Mädchen, geh hier rein. Genau, so. Und dann kriegst du es wieder schön warm. So. Also, man kann in diesem Gerät definitiv Bienenkönigin ausbrüten. Ich habe jetzt eine 8er-Serie dazugestellt. Einfach, um die effektive Schlupfrate ein bisschen besser einschätzen zu können. Und von diesen Vieren, die ich anfangs hineingestellt habe, hat eine ziemlich sicher einen Futterabriss. Das muss ich mir anschauen. Die vordere sollte morgen schlüpfen, also sie ist soweit entwickelt. Und bei der hinteren bin ich mir nicht ganz sicher, entweder zieht sie ein bisschen nach oder schlüpft nicht, dann habe ich da auch einen Futterabriss. Da kann aber der Automat nichts dafür. Das sind meine Unzulänglichkeiten beim Transport von den Zellen. Das muss ich natürlich selber auch noch verbessern in dieser Schleife. Aber grundsätzlich werde ich versuchen, diesen Automaten jetzt einmal anzupassen. Ein bisschen zu modifizieren, damit ich hier einfach, ich habe ja noch etliches am Platz, auch zum Wasserglas da unten, hier künftig mindestens 60, 70 Zellen auf einmal hineinbringe. Am besten wäre, wenn es 100 sind, aber ich glaube, dann wird es doch irgendwann ein bisschen eng. Ich muss es ausprobieren. Und ich muss sagen, natürlich kriegt man mit so einem Gerät keine Laborwerte hin. Wie soll das funktionieren? Also es ist ja besserer
Autokühlschrank. Man kann den übrigens über 12 Volt sogar Auto laufen lassen. Und von der Funktion her ist er diesen Autoschränken tatsächlich sehr ähnlich. Er kann kühlen, er kann heizen. Er ist eben natürlich angepasst auf die Ansprüche, die man hat bei einem Brutschrank quasi. Ich gehe davon aus, dass man auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man keine Probleme am Material mit Luftfeuchtigkeit kriegt. So, das liegt natürlich daran, dass das Gerät gebraucht ist. Wie ihr seht, muss ich mich mit der Klappe manchmal ein bisschen abquälen. Das muss ich aber noch ein bisschen modifizieren, wie gesagt. Und für einen Flohmarktkauf bin ich recht zufrieden. Man kann Bienenkönigin darin ausbrüten lassen. Ich bin jetzt gespannt auf meine Testserie mit den 8 Zellen. Wie hoch tatsächlich die effektive Schlupfrate nachher ist. Und ja, bin genauso gespannt, ob diese beiden 3 Zellen sich dort noch entwickeln oder ich da schlichtweg einen Transportschaden habe. Beziehungsweise die eine Königin schlüpft eh morgen. Und dann werde ich den Schrank so weit umbauen, dass ich ihn auch tatsächlich, ich sag mal, einigermaßen wirtschaftlich nutzen kann. Grundsätzlich ein gutes Gerät. Die Temperatur hält er wirklich sehr gut. Jetzt natürlich mit offener Schranktür fällt die Temperatur etwas, aber man kriegt, wenn man dieses Gerät auf 36 Grad einstellt, eigentlich eine konstante Temperatur hin zwischen 34,8 ist er zum Schluss gefahren und knapp über 35,5 Grad. Ich musste mich ein bisschen spielen hier mit der Temperatur, deswegen wird wahrscheinlich auch die Königin zu früh gekommen sein, weil ich zeitweise mit höherer Temperatur gefahren habe. Das musste ich ein bisschen rausfinden, aber es steht ja auch in der Bedienungsanleitung tatsächlich drin, dass man diesen Brutschrank, bevor man ihn befüllt, mindestens 2 bis 3 Tage vorlaufen lassen soll, damit man einfach die perfekte Umgebungstemperatur hinkriegt. Wie gesagt, das ganze Gerät wird jetzt noch ein bisschen modifiziert, angepasst, umgebaut und dann bin ich zuversichtlich, dass ich hier in Zukunft auch größere Serien drin schlüpfen lassen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn die Modifizierung steht, zeige ich euch natürlich den dritten Teil, wie das Ganze aussieht und werde euch dann berichten, auch wie die effektive Schlupfrate nachher aussieht, wenn man größere Serien hineinstellt, um einfach zu wissen oder damit ihr auch eine Vorstellung habt, lohnt sich dieses Gerät. Übrigens, dass Bienenkönigin zu früh kommen, passiert auch bei den natürlichen Ausbrüten, und zwar, wenn man sie in den Honigraum von weißberechtigten Völkern hängt, passiert es gut und gerne, dass wenn man es im Hochsommer macht, sagen wir, Temperaturen draußen knallen ordentlich, wir haben ca. 40 Grad draußen, dann ist im Honigraum in einem normalen Zandervolk, sagen wir es mal, wo wir auf 3 Zagen stehen zu der Zeit, in der Regel nicht Brutnesttemperatur. Das heißt, wir haben da oben in der Regel auch Temperaturen von deutlich über 35 Grad. Und dann weiß ich aus eigener Erfahrung auch, kommen die Königin deutlich früher. Dann habe ich auch Königin, die 24 Stunden, teilweise sogar mehr als 24 Stunden früher schlüpfen. Bei dieser Königin werde ich jetzt tatsächlich diese Königin mit meinen Prüfvölkern zusammen führen und werde wirklich einmal schauen, ob die Königin leistungstechnisch gleich gut ist wie eine Prüfkönigin oder schlechter. Das weiß ich aber erst in 2 Jahren, also da braucht sie jetzt nicht drauf warten, da komme ich vielleicht irgendwann mal drauf zurück, aber da bin ich auf jeden Fall neugierig und diese eine Prüfkönigin lasse ich mitlaufen. Sollte diese nicht deutlich schlechter sein, werde ich dann nochmal ein Experiment starten und eine größere Serie, also eine größere Geschwistergruppe bei höherer Temperatur fahren und mal schauen, ob es dann wirklich daran liegt, dass die früher schlüpfen. Das macht mich wirklich neugierig, weil da habe ich bisher keine Erfahrungswerte zu, ob eine früher geschlüpfte Königin gleich leistungsfähig ist oder weniger leistungsfähig wie eine Königin, die tatsächlich genau die kleine kalendarisch richtige Zeit hat. Das weiß ich auch nicht bei den Königinnen, die in der Vergangenheit im Honigraum früher gekommen sind.
Und da bin ich jetzt wirklich mal neugierig. Das werde ich jetzt mal haargenau testen. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dieses Gerät funktioniert. Die effektive Schluckrate werde ich rausfinden. Werde euch dann nochmal auf dem Laufenden halten. Aber wir sind in der Hochsaison, also nagelt mir bitte nicht ans Kreuz, wenn ihr auf ein Video warten müsst. Ja? So, ich danke euch vielmals. Wiederschauen.